ja, ein großes Fragezeichen über mir. Ein Fragezeichen, weil meine Eingangsthese lautet, wir haben ein Problem im Friseurhandwerk. Wahrscheinlich haben wir mehrere Probleme im Friseurhandwerk, aber heute wollen wir über ein ganz bestimmtes Problem sprechen. Wer von Ihnen bildet aus? Mal Hand hoch. Ja, das sind eine ganze Reihe. Wie sieht's aus, Herr Fuß, in der ersten Reihe? Wie war die Situation mit den Bewerbern in diesem Jahr? Genügend Bewerber? Ist das nicht an? Okay. Jetzt. Ja. Ja, also dieses Jahr war mit den Bewerbern sehr mäßig. Es sind Friseure, die sich immer gut darstellen, die weiterhin Bewerbungen haben. Und Leute, die nichts machen, die sich auch nicht darstellen. Und speziell bei Ihnen? Ja, ich hatte Bewerbungen genug. Ja. Aber natürlich auch deutlich weniger wie die Jahre davor. Mhm. Und die Qualität der Bewerber? Die Qualität der Bewerber, die lässt natürlich zu wünschen übrig. Das ist eben so, aber man kann von Anfang an überhaupt nicht sagen, ist der Mensch oder der junge Mensch geeignet oder nicht. Das muss man einfach in einem Gespräch auch klären. Wie interessiert sind die daran? An dem Beruf, an dem schönen Beruf Friseur. Das sind erstaunlich offene Worte von Herrn Fuß, der zugibt, die Bewerberzahl ist rückläufig und die Qualität, naja, das muss man sehen. Sehr häufig passiert es ja, wenn man so unter Kollegen mal nachfragt, dass es eigentlich heißt, nee, ist alles in Ordnung, das passt schon. Und dass erst hinterher so hinter vorgehaltener Hand dann eingestanden wird, naja, eigentlich haben wir schon ein Problem. Es bewerben sich wesentlich weniger als früher. Und die Qualität, naja, lässt eben schon doch auch manchmal zu wünschen übrig. Und eine deutliche Sprache sprechen hier einfach auch klare Zahlen, nämlich zum Beispiel die Zahl der bestehenden Ausbildungsverträge im Friseurhandwerk. Das ist also immer der Gesamtbestand über alle drei Ausbildungsjahre. Und während wir eben im Jahr 2001 noch 46.336 Auszubildende im Friseurhandwerk hatten, waren es 10 Jahre später, nämlich im Jahr 2011, nur noch 30.468. Wenn Sie sich jetzt fragen, was dieser kleine blaue Teil an diesem Balken bedeuten soll, das ist die Zahl der männlichen Auszubildenden. Hier eine ganz interessante Feststellung anhand der Zahlen: Der Anteil der männlichen Lehrlinge war 2001 bei 7,6%. Der Anteil der männlichen Lehrlinge im Jahr 2011 lag bei ungefähr 10%. Ja, wir haben da fast einen konstanten Anteil Männer. Wenn wir es in absoluten, also nicht Anteil, sondern in absoluten Zahlen sehen, dann haben wir ungefähr 3000 männliche Lehrlinge. Aber offensichtlich bei den weiblichen Bewerbern und Auszubildenden haben wir hier einen Rückgang zu verzeichnen, der nicht unerheblich ist. Und wenn wir uns das genauer anschauen, dann haben wir diesen Rückgang vor allen Dingen in den vergangenen 4 Jahren zu verzeichnen. Davor war die Zahl einigermaßen stabil, aber in den vergangenen 4 Jahren hatten wir dann einen Rückgang von etwa 25%. Allein im vergangenen Jahr ging sowohl die Zahl der Neuabschlüsse als auch der Gesamtbestand um 12% zurück. Nun kann man natürlich sagen, ja, wir haben früher ja viel zu viel ausgebildet, mit all den Konsequenzen, die wir heute ja spüren, Kleinstunternehmer, Schwarzarbeit. Insofern ist es ja auch ein gewisser Gesundschrumpfungsprozess. Aber ich sage eben, wir werden bald das Problem haben, wenn wir es heute nicht schon spüren in den Salons, dass wir einfach zu wenig Fachkräfte bekommen. Und der Rückgang an Ausbildungsverträgen, an der Zahl der Auszubildenden, hat natürlich viele Ursachen. Und ein Grund ist sicherlich auch eine gewisse Verweigerungshaltung von Ausbildungsbetrieben. Das bekomme ich also in der täglichen Beratungspraxis im Verband auch immer wieder mit, dass es heißt, ich mag nicht mehr ausbilden, ich habe keine Lust mehr, ich habe so viele negative Erfahrungen gemacht, für mich ist der Ofen aus, ich lasse das sein. Ich sage dann immer, überlegen Sie sich's gut, in ein paar Jahren wird die Situation anders ausschauen. Sie werden heilfroh sein, wenn Sie Fachkräfte bekommen. Und ein anderer Grund natürlich dafür, dass wir weniger Ausbildungsbetriebe und damit auch weniger Ausbildungsplätze und Auszubildende haben,
liegt darin, dass wir eine Strukturveränderung zu verzeichnen haben. Immer mehr Kleinstunternehmen, und ich habe hier einfach mal auch als Beispiel das an die Wand geheftet, das Thema Schulmiete, eben jeder arbeitet für sich, bildet nicht mehr aus. Das ist also sicherlich eine Ursache. Aber es ist nicht die alleinige Ursache, sondern wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, ja, wie viele Bewerber stehen denn tatsächlich auch noch für unsere Ausbildungsplätze, die wir anbieten, zur Verfügung. Und ich habe hier einfach mal die demografische Entwicklung aufgezeigt. Und wie man immer so schön sagt, vom Tannenbaum zum Dönerspieß. Ja, während unten früher das Ganze breit angelegt war, man hat auch von der Bevölkerungspyramide gesprochen, verlagert sich der Bauch immer weiter nach oben. Das heißt, die Bevölkerung altert, das Potenzial an möglichen Auszubildenden wird immer kleiner. Und es gibt natürlich da auch Untersuchungen dazu, und das Nachfragepotenzial an Ausbildungsplätzen ist seit 2008 kontinuierlich zurückgegangen und es fiel um fast 40.000 potenzielle Bewerber. Das heißt, es wird immer schwieriger, eben dann Auszubildende zu bekommen und gute Auszubildende zu bekommen. Jetzt kann man sagen, naja, fürs Friseurhandwerk können wir uns doch eigentlich ausruhen. Das Friseurhandwerk ist nach wie vor der beliebteste handwerkliche Ausbildungsberuf bei Mädchen und ist auch bei Mädchen immer noch die Nummer 7 aller Ausbildungsberufe. Also bekommen wir offensichtlich immer noch ein großes Stück von dem Kuchen. Es ist doch alles wunderbar in Ordnung. Wenn wir dann mal anschauen, wen bekommen wir, ja, ist es dann wirklich alles so in Ordnung? Wir haben einen Anteil von 65% Hauptschülern, 30% Realschüler. Mit Abitur kommen etwa 3% unserer Lehrlinge und ohne Abschluss auch etwa 3%. Und was hier als positive Werbung für die Hauptschule gedacht ist, ja, Hauptschüler machen etwas Nützliches, die werden Friseurin, sehe ich natürlich auch kritisch unter dem Image-Aspekt, weil ich sage, offensichtlich ist diese Verbindung Hauptschule, was kann ich damit werden, werde ich Friseurin, schon so eng, dass es eben dann zu solchen Werbeaussagen zugunsten der Hauptschule kommt. Ja, also diese Medaille hat zwei Seiten. Es ist keine negative Darstellung des Friseurberufs, aber es stimmt mich trotzdem nachdenklich, dass diese enge Verbindung hergestellt wird. Und ein Beruf, eine Branche braucht einfach auch gute Leute, braucht Leute, die etwas weiterbringen wollen. Ich will nicht sagen, dass die Hauptschüler schlechte Lehrlinge und schlechte Fachkräfte geben. Das hängt immer sehr vom Einzelnen ab. Aber auf jeden Fall müssen wir im Friseurhandwerk darauf bedacht sein, auch eine gewisse Elite heranzubilden und zu fördern, um unsere Branche weiterzubringen, um sie fit zu machen für die nächsten 20 und 50 Jahre. Denn nur gute Leute, nur eine Elite wird das Ganze weiterentwickeln. Und da haben wir eben dann schon auch ein großes Imageproblem, das wir angehen müssen. Es gab ja eine Befragung bei Bewerbern des Jahres 2010, und zwar wurden sie danach gefragt, ob sie glauben, dass die Wahl eines bestimmten Ausbildungsberufes ihnen in ihrem Bekanntenkreis ein gutes Image gibt. Also wenn ich Einzelhandelskauffrau werde oder wenn ich Bäckerin werde oder wenn ich Bürokauffrau werde oder eben wenn ich Friseurin werde, wie wirkt sich das in meinem Bekanntenkreis aus? Gewinne ich an Ansehen, an Image oder wirkt sich das eher negativ aus? Und bei den Bewerbern waren die Antworten dann in Bezug auf das Friseurhandwerk, dass 79% glauben, dass ihnen diese Berufswahl zu keinem guten Image in ihrem Bekanntenkreis verhilft. Und wenn man noch tiefer in diese Zahlen einsteigt, dann waren es bei den weiblichen Bewerbern nur 70%, also da lag der Anteil niedriger, der jetzt Bedenken hatte, durch diese Berufswahl im Bekanntenkreis schlecht dazustehen. Und bei denen ohne oder mit Hauptschulabschluss waren es sogar nur 50%.
Aber beispielsweise bei studienberechtigten männlichen Bewerbern lag der Anteil bei 92%. Ja, also wir sehen ganz klar, wohin die Tendenz geht. Und an der Stelle habe ich mich dann gefragt, ja, was verbinde ich persönlich eigentlich auch mit dem Friseurberuf und was hat meine Vorstellung vom Friseurhandwerk geprägt oder wer hat meine Vorstellung vom Friseurhandwerk geprägt? Und wenn wir die Motive auch für die Berufswahl anschauen bei Jugendlichen, dann spielt ja dieser persönliche Eindruck und die Erfahrung im eigenen Umfeld eine ganz erhebliche Rolle. Ja, also die Menschen, die diesen Beruf verkörpern, die diesen Beruf leben, prägen auch das Bild, das sich andere von diesem Beruf machen. Und ich habe mir einfach mal überlegt, ja, wer hat mein Friseurbild geprägt? Das ist dieser Mann, der hier mit mir abgebildet ist, den ich vergangenes Jahr bei unserer Bayerischen Meisterschaft in Nürnberg getroffen habe. Es ist der Friseur, der mich über 20 Jahre meines Lebens begleitet hat, gemeinsam mit seiner inzwischen leider verstorbenen Frau. Und er hat mein Friseurbild geprägt. Und dieses Bild ist ein sehr positives, denn ich habe den Johann Seidel und seine Frau, die Hartha, immer als Friseurunternehmer erlebt, als Menschen, die in ihrem Frisur etwas, in ihrem Beruf etwas bewegen wollen, die ihren Beruf wirklich aus dem FF beherrschen, die das auch zeigen, die sich dem Wettbewerb stellen, auch dem Wettbewerb auf der Bühne stellen. Ich habe das gesehen im Salon, da waren Pokale, sie haben erzählt vom Besuch von Meisterschaften, von Messen, wie sie bei der Weltmeisterschaft waren. Das war immer alles sehr positiv. Ich habe sie erlebt auch als Mitglieder des örtlichen Gewerbeverbandes, in dem auch meine Eltern tätig waren. Leute, die was bewegen wollen, die unternehmerisch denken, die betriebswirtschaftlich denken, die modern auftreten, die ausbilden, sichere Arbeitsplätze bieten, also ein sehr positives Bild. 1993 habe ich dann im Handwerk angefangen zu arbeiten, nicht speziell im Friseurhandwerk, aber fürs gesamte Handwerk. Und ich muss sagen, ich war dann eigentlich schon auch überrascht, welch negatives Bild zum Teil vom Friseurhandwerk innerhalb des Handwerks und auch innerhalb des Friseurhandwerks gezeichnet wird. Wir stellen uns da einfach schlechter dar, als wir sind. Es ist ein ganz ein toller Beruf. Und wenn Sie mal überlegen, wer hat Sie geprägt, wer hat Ihre Vorstellung vom Friseursein geprägt, ja, dann ist es vielleicht auch jemand wie dieser Mann, ja, Vidal Sassoon, der vergangene Woche verstorben ist. Er hat viele von Ihnen geprägt, in dem, wie Sie das Friseursein verstehen. Und ich fand es auch ganz interessant, jetzt die Pressemeldungen zu seinem Tod. Da ist nicht die Rede von Ausbeutung im Friseurhandwerk und von Lohndumping, sondern Sie haben Begriffe gelesen, der Starfriseur, der Millionär, der Revolutionär, ein legendärer Hairstylist, Mr. Bob, ein Kultfriseur, der Haarbefreier. Also wir haben hier in diesem Handwerk durchaus ein Pfund, mit dem wir wuchern können, nämlich viele ganz tolle Friseure, die auch ein sehr positives Bild dieses Berufes nach außen tragen können. Und dort setzt unsere Kampagne an, nämlich bei den Personen, die diesen Beruf in einer positiven Art und Weise verkörpern. Das haben wir aufgegriffen und ja, so möchten wir auch in unserer Nachwuchswerbekampagne dann das Friseurhandwerk raustragen in die Schulen, mit Hilfe von Multiplikatoren, die wir zuhauf in diesem Beruf haben, wo wir aber auch durchaus noch ein bisschen Verstärkung brauchen können und auch noch Leute suchen, die einfach bereit sind und sagen, ich bin gerne Friseur, ich habe das Gefühl, ich verkörpere diesen Beruf auch so, wie es gut ist für die weitere Entwicklung dieser Branche. Und Frau Lehmann wird uns jetzt dann einfach mal vorstellen, was wir da alles aus einer positiven